Es sind nur noch wenige Tage bis zu den Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten und man kann mit Fug und Recht sagen, die Stimmung ist aufgeheizt, wenn nicht gar vergiftet. Während die Demokraten in den einzelnen Bundesstaaten versuchen, mit Sachthemen wie beispielsweise der Krankenversicherung zu punkten, hat der Präsident das Momentum an sich gerissen und die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er bereits anfangs der Woche mit seinen Gedanken zur Veränderung des Geburtsrechts weltweit für Schlagzeilen sorgte. Dann entschied er kurzerhand, dass bis zu 15.000 Soldaten an die mexikanische Grenze entsendet werden könnten. Das entspricht etwa der Größenordnung eines Einsatzes im Irak oder gar in Afghanistan. Und jetzt noch das höchst umstrittene Wahlkampfvideo, in dem er den Demokraten vorwirft, Mörder und Kriminelle mit ihrer Migrationspolitik ins Land zu lassen. Die Nachrichtensender fahren Sondersendungen und zu alledem beschimpft der Präsident natürlich nach wie vor die Medien als maximale Fake News Produzenten. Apropos Fake News, dieses Thema hat es bereits geschafft, dass in den Universitäten der Vereinigten Staaten darüber geforscht wird. So zum Beispiel hier in der Stadt an der George Washington Universität. Professor Ethan Porter arbeitet gerade an einem Buch, um dieses Phänomen näher zu beleuchten und vor allen Dingen ein Stück weit auch zu erklären. Professor Porter, Präsident Trump nennt die Medien die Feinde des Volkes und wirft ihnen vor, Fake News zu produzieren und das täglich. Ist da irgendwas Wahres dran oder ist das eine Erfindung des Präsidenten? Präsident Trump benutzte den Begriff Fake News, um alle Nachrichten anzugreifen, die ihm nicht passen. Gleichzeitig verbreitet er die ganze Zeit Fake News. Er scheint zu glauben, dass er hier politisch sehr viel davon profitieren kann, wenn er die Presse angreift. Aber dieser Gewinn ist, glaube ich, sehr begrenzt. Das Gleiche gilt für die falschen Meldungen, die er wirklich verbreitet. Die Leute, die an diese Verschwörungstheorien glauben, die sind ohnehin schon begeistert für Trump. Aber trotzdem haben sie immer nur eine Stimme. Er hat in einem Interview vor kurzem gesagt, dass er versucht, die Wahrheit zu sagen. Ist doch eine erstaunliche Aussage für einen Präsident. Was sagt uns das? Zunächst einmal zeigt das, wie unterschiedlich Trump als Präsident ist. Seine Vorgänger aus beiden Parteien haben sichergestellt, dass jeder Satz, den sie äußern, jedes Dokument, das sie herausgeben, völlig korrekt waren. Trump scheint überhaupt die Bedeutung seines Amtes nicht zu verstehen und die Konsequenzen seiner öffentlichen Aussagen. Wenn er sagte, ich kümmere mich nicht so um die Wahrheit wie meine Vorgänger, dann passt das zu dem, was er generell auch denkt. Und er scheint gar nicht die Schwere seiner Äußerungen zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben vorhin. Wurde ein Clip veröffentlicht. Da sagte man, Trump, Sie greifen ja immer die Presse wieder an. Meinen Sie denn nicht, dass irgendjemand mal getötet wird? Aber der tat das ab. Also der versteht überhaupt nicht, welche Macht seine Rhetorik hat. Natürlich hat er keine Macht über die meisten Menschen, aber wenn er Macht über einige wenige hat, ist das schon besorgniserregend. In Deutschland waren wir doch sehr schockiert, dass Briefbomben auch an CNN zum Beispiel gesandt wurden. Wenn man die nun auch als Feind des Präsidenten betrachtet, aber ist diese Fake News denn wirklich eine Gefahr für die Demokratie? Fake News sind insofern gefährlich, wenn man sie nicht korrigiert und dagegen angeht. Ich habe gesehen, dass wenn man den Leuten die korrekten Wahrheiten vorlegt, dann glauben die Leute, also das gilt für Unterstützer für Trump wie auch für demokratische Wähler. Aber das Problem ist, wenn man nicht dagegen vorgeht und wenn man klar sagt, das ist Wahrheit und das ist falsch, dann muss man sich Sorgen machen, dass die Leute da wilden Gedanken nachhängen. Welche Wirkung haben denn die sozialen Medien in diesem Zusammenhang? Man kann die Leute doch nicht daran hindern, über soziale Medien Fake News zu verbreiten. Ja, die Unternehmen der sozialen Medien waren eigentlich ziemlich gut und aggressiv und haben auch diejenigen bestraft, die Fake News eingestellt haben, insbesondere auch Facebook. Aber man hat nicht alles unterbinden können. Es gibt immer noch Fake News, was über Facebook verbreitet wird. Jüngste Daten zeigen, dass die Menschen, die den
Fake News am ehesten glauben, ältere sind und konservative Menschen. Sprich, die sind schon Trump-Anhänger. Also insofern glaube ich nicht, dass Fake News irgendjemand überzeugt. Niemand unterstützt Trump aufgrund einer falschen Meldung. Aber normalerweise ist es so, dass die Menschen, die diese falschen Stories glauben, seine Anhänger sind. Haben Sie schon Daten darüber, inwieweit Fake News die Zwischenwahlen beeinflussen werden? Ja gut, man könnte spekulieren. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Fake News den Hass der Menschen auf die andere Seite verstärken werden. Und es sind wahrscheinlich ältere Konservativen, die das glauben. Und insofern ist es wahrscheinlich, dass Konservativen, denen man nicht sagt, was die Wahrheit ist, noch wütender auf die Opposition sein werden. Aber wir haben keine Beweise dafür, dass die falschen Äußerungen von Präsident Trump die Wahlentscheidung der Menschen geändert. Das hätte man sich vor einigen Jahren natürlich noch nicht erträumt, dass Fake News tatsächlich mal ein Forschungsgebiet an der Universität werden. Unterdessen geht der Wahlkampf mit aller Härte weiter und die Demokraten versuchen auch mit dem einen oder anderen Schwergewicht noch auf den letzten Metern Stimmen zu holen. Unter anderem sind Oprah Winfrey, Joe Biden, also der ehemalige Vizepräsident, und Ex-Präsident Barack Obama inzwischen mittendrin und versuchen, letzte Punkte für die Demokraten zu holen. All das in den kommenden Tagen, es bleibt spannend, und damit erstmal zurück nach Bonn.